In der heutigen Newsfolge geht es um Ungarn Grand Prix nur als Geisterrennen möglich, FIA vergleicht den RP20 mit dem W10 von 2019, FIA stimmt Plan zu, um Abtrieb zu senken, mögliches Aserbaidschan-Datum bekannt. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu den News. Eigentlich sollte der Ungarn Grand Prix vom 2. August auf Ende August verschoben werden. Das hat folgenden Grund. Bis zum 15. August hat die Regierung Ungarns Großveranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern verboten. Doch hier könnten sie eine Ausnahme machen, weil das Event nicht als öffentliche Großveranstaltung gesehen wird, sondern als Übertragung im Fernsehen. Zuschauer wird es aber nicht geben. Das Streckenteam steht im Kontakt mit der Formel 1, um vielleicht doch Zuschauer an die Rennstrecke zu bekommen, aber leider sagt die Regierung Nein dazu. Tickets sollen ihre Gültigkeit für 2021 behalten, können aber auch zurückgegeben werden. Die FIA war letzte Woche in der Fabrik von Racing Point zu Gast und hat sich den RP20 mal genauer angesehen. Sie verglichen die Designpläne vom RP20 und vom 2019er Mercedes. Der Weltverband kam zum Entschluss, dass ein Regelverstoß nicht vorliege. Die beiden Boliden seien ähnlich, aber nicht identisch. Im Fahrerlager von Barcelona kam der Verdacht auf, dass der Racing Point Bolide aus den Bauplänen des W10 entstanden ist, was Racing Point aber abgestritten hat. Laut Teamchef Andrew Green haben sie nichts zu befürchten, denn sie haben ja nichts falsch gemacht. Einige Konkurrenzteams hatten sogar Protest angedroht, worüber ich am 1. März berichtet habe. In der Vergangenheit stand Racing Point immer enorm unter Druck, einen großen Anteil vom vorjährigen Auto zu übernehmen, was auch die finanzielle Lage des Teams zurückführt. Da Lawrence Stroll in das Team investiert hat, haben sie das Material, was sie vom Mercedes kaufen, bestmöglichst versucht, in ein Mercedes-ähnliches Chassis zu integrieren. Green erwartet keinen Protest von der Konkurrenz. McLaren wird gegen Racing Point keinen Protest einlegen. Wie steht ihr zu Racing Point, dem pinken Mercedes und dem Protest? Stimmt oben rechts ab oder schreibt einen Kommentar. Die technische Arbeitsgruppe der Formel 1 hat sich auf einen Plan geeinigt, um den Abtrieb der 2021er Boliden zu senken. Die neuen Regeln und die Reifenvergrößerung wurden auf 2022 verschoben. Des Weiteren lehnten die Teams die neuen Pirelli-Reifen für 2020 ab, was bedeutet, dass die Reifen von 2019 auch 2020 und 2021 gefahren werden. Die Ingenieure erarbeiten gerade Möglichkeiten, um sowohl die Leistung als auch den Abtrieb zu erhöhen. Das könnte aber zum Überschreiten der Belastungsgrenze der diesjährigen Reifen in 2021 führen. Bei dem Plan, der bei einer Videokonferenz vorgestellt wurde, wird es technische Änderungen an der Karosserie, dem Front- bzw. Heckflügel und dem Boden geben. In dieser Woche wird eine Sitzung der Teamchefs abgehalten, um diese Pläne für 2021 zu genehmigen. Die Veranstalter von Aserbaidschan möchten ihren Grand Prix vor dem 15. September austragen und Mitte Oktober sei die letzte Möglichkeit. Sie stehen in engem Kontakt mit der Regierung, der Formel 1 und anderen Interessengruppen. Eine Verschiebung des Grand Prix soll nicht nach Mitte Oktober stattfinden, das wurde mit der Formel 1 vereinbart. Normalerweise benötigen sie 13 bis 14 Wochen für die Bauaktivitäten und in der derzeitigen Situation würden sie es in 11 bis 12 Wochen versuchen, was einen verstärkten Bauzeitplan erfordern würde. Wenn der Grand Prix im Zeitraum von Anfang September bis Mitte Oktober stattfinden könnte, wären sie sehr dankbar, denn die meisten Bauarbeiten werden im Sommer bei bestem Wetter abgeschlossen sein. Glaubt ihr, dass der Aserbaidschan Grand Prix noch stattfindet? Stimmt oben rechts ab oder schreibt einen Kommentar. Kommen wir zu Mikes Meinung. Dass der Ungarn Grand Prix hinter verschlossenen Türen stattfindet, ist quasi jedem klar. Das könnte ich mir auch bei allen anderen Grand Prix der Saison vorstellen. Ich hatte erst gedacht, dass die FIA Racing Point wegen den Boliden wegen zu viel Kopieren abmahnt, aber das ist ja nicht nötig, da er legal ist. Ich bin auf die Meinung der Teamchefs zu dem Plan gespannt und mal sehen, ob der durchkommt oder nicht. Und nun zum Community-Kommentar. Der kommt heute von SCM Leclerc 16. Er fragt, Mike, wie ist deine Meinung zum Kimi-Ring in Finnland? Dort sollte dieses Jahr eigentlich die MotoGP gastieren, aber dazu kommt es nicht. Es gab auch Mitte September letzten Jahres Gerüchte, dass die Formel 1 dort fahren könnte, doch ein Geldgeber fehlte. Aber an sich sieht die Rennstrecke nicht schlecht aus. Einige lange Geraden, es ist wie in Großbritannien und vieles mehr. Also überholen sollte dort kein Problem sein. Vielleicht wird er ja eines Tages im Rennkalender sein, wenn sich ein Geldgeber findet. Das soll es mit den News gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, damit ihr in Zukunft kein Video mehr von mir verpasst. Und denkt daran, liken und abonnieren bringt euch auf den neuesten Stand. Bis zum nächsten Video. Ciao.